Spielstand erfolgreich gespeichert. Nee, nicht nochmal. Oh, das ist so gemein. Die Musik hält immer noch an. Jetzt so. Okay, Verschnellerung. Wir schaffen es. Fünfte Basislager. Ich sehe bereits die fünfte Zwischenlagerlichtung. Beeilung! Autsch! Ist alles in Ordnung? Wir sind gekommen, um zu helfen. Aha, wusste ich's doch! Wie? Ihr kamt zu helfen? Was fällt euch eigentlich ein? Wir sind Team Grenzland. Nur Feiglinge würden als Gruppe ein einzelnes Pokémon angreifen. Warum greift ihr nicht jemanden an, der euch ebenbürtig ist? Oh, das klingt nach einer spannenden Herausforderung. Hey, einen Augenblick mal! Ey, kommt, wir sind keine Ahnung wie viele, ja? Wie schwach sind die eigentlich? Ich will auch meinen Senf dazugeben, ist euch bewusst, ne? Leute. Schön, danke. Brauche ich mich ja gar nicht auf Items spezialisieren. Tüfte. Aber die haben so einige Leben. Das sieht so aus, als würden die Venusliebes so eine X-Augen haben, wenn man so ganz genau hinguckt, so. Ach, die sind eh schon tot. Der erste ist K.O.
Oh, schön, schön. Das ist super gut bei Monsterräumen, ey. Richtig geil. Schön, schön. Alle mal kurz innehalten. Was? Wie? Du? Oh, ein Schämen aus dem Dorf. Ist schon ein Weilchen her. Nun, anscheinend habt ihr euch kein bisschen verändert, Benufliebes. Wir haben euch doch bereits darum gebeten, keine Erkunder mehr zu stören, oder etwa nicht? Ja, aber Sneeble hat angefangen. Wir haben einen Schatz gefunden und er hat ihn uns direkt vor den Blättern weggeschnappt. Wo ist er überhaupt? So ein... Er hat sich im Trubel davon gemacht. Was? Im Ernst? Wir alle dachten, ihr würdet dafür die Verantwortung tragen. Naja, man kann auch nicht unbedingt das Gegenteil behaupten. Hey, da haben wir uns so lange nicht gesehen, Shaman, und dann werden wir so behandelt? Ah, ist schon okay, es handelt sich um Shaman, also belassen wir es dabei. Eure Entscheidung, den Berg zu besteigen, aber ich mag es nicht, wenn jedes Pokémon einfach tut, wonach ihm gerade ist. Mach's gut. Entschuldigt ihr Verhalten. Die Winufliebes haben das hier als Gebiet für sie beansprucht. Sie sind wirklich nett, aber manchmal vergreifen sie sich im Ton. Wir sind auch ein wenig selbst schuld. Statt ihnen zuzuhören, haben wir uns direkt in einen Kampf verwickeln lassen. Man sollte ihm nicht vorschnell sein Urteil fällen. Entschuldigung. Schon in Ordnung, solange ihr versteht. Gut, lassen wir das hinter uns und steigen weiter den Berg hinauf. Das hier ist die 5. Zwischenlagerlichtung. Wir sind auf halbem Weg zum Gipfel. Juhu! Oh, wieder 5 Ebenen. Schön, schön. So schön kurz, knackig, alles gut. Cool. Das heißt aber auch wieder Verschnellerung. Wir sind schon fast bei der 6. Zwischenlagerlichtung. Haltet durch. Juhu, wir sind hier. Wir haben ja auf der Zwischenlagerlichtung eine Basis errichtet. Yay. Aber wisst ihr, von hier an den ist der Berg mit Schnee bedeckt. Daher können wir keine weitere Basis errichten. Da seid ihr von hier an auf euch allein gestellt. Tut mir leid. Überhaupt kein Problem. Wir sind froh, dass ihr überhaupt Basen errichtet habt. Sie werden gute Dienste leisten. War uns eine Ehre. Ah, das stimmt. Von hier an werden wir uns wirklich anstrengen, den Gipfel zu erreichen. Wir sehen uns auf dem Weg. Jo, bis dahin. Okay, lass uns gehen.
Oh Mann. So, Vorkehrungen getroffen und weiter geht's. Oh, Schnee. Versnellerung! Wir wollen das ja jetzt diesmal fertig kriegen. Schön. Ich kann den Tunnel sehen. Wir haben die 7. Zwischenlagerlichtung fast erreicht. Wow, Team Ganzland ist ganz schön schnell. Was ist passiert? Kann ich nicht sagen. Er war schon ohnmächtig, als wir hier ankamen. Ich weiß nicht, ob wegen der Kälte oder weil er alle Items aufgebraucht hat. Auf jeden Fall ist er in Gefahr. Das ist wirklich nicht gut. Ich werde Hilfe holen. Wie bitte? Wen willst du denn zu Hilfe rufen? Ein Experte für Bergrettung lebt auf der 8. Zwischenlagerlichtung. Bei kleinen Vorfällen rufen wir ihn nicht, aber Notfälle sind etwas anderes. Könntet ihr aufs Nibel 8 gehen, Team Grenzland? Wir machen uns auf den Weg. Claro, wir zählen auf euch. Wir müssen uns beeilen, Michi. Jo, machen wir. Dann sind wir gleich bei der 9. Also wir sind jetzt bei der 7, ne? Ja, 8, gut. Okay. Verschnellerung. Die 8. Zwischenlagerlichtung, Beeilung. Amperos. Ah, es ist Shaman aus dem Dorf. Ich habe mich gefragt, wer das wohl ist. Es ist lange her. Wie ist es dir ergangen? Es ist wirklich lange her, Amperos. Leider haben wir keine Zeit für einen Plausch. Wir müssen uns beeilen. Ha, ist etwas passiert? Ja, bei der 7. Zwischenlagerlichtung. Ah, ich hatte mich schon auf die ersten Gäste seit langem gefreut. Aber ich muss mich noch etwas gedulden. Na gut, ich mache mich dann auf den Weg zur 7. Zwischenlagerlichtung, sagst du? Genau. Wartet hier auf mich. Wir verlassen uns auf dich. Hey, ich bin da, um zu helfen. Ah, da drüben. Anscheinend komme ich gerade noch rechtzeitig. Okay, lass... Wollt ihr weiter schreien? Okay.
Okay, lass ihn uns zusammen zur 8. Zwischenlagerlichtung bringen. Ah, er ist wieder wach. Sneebe, geht es dir gut? Was? Wo bin ich? Du bist auf der 7. Zwischenlagerlichtung in Ohnmacht gefallen. Wenn dich Amparos nicht hierher getragen hätte, wäre es böse für dich ausgegangen. Was hast du für mich getan? Das war ich nicht allein. Alle hier haben bei deiner Rettung geholfen. Ach so, ich... Ah. Ist schon okay, du brauchst jetzt nichts zu sagen. Mach erstmal einen halb lang und ruh dich etwas aus. Ihr anderen könnt euch schon zum Pass begeben. Ich kümmere mich um ihn. Ihr wollt alle zum Gipfel, nicht wahr? Ihr habt es fast geschafft. Hier ist ja schon das 8. Zwischenlager. Gebt euer Bestes. Aber wenn ich hier bleibe, wird das auch nichts nützen. Das schaffe ich allein. Nun geht schon. Bist du sicher? Na gut. Wir werden es nie in deiner Obhut lassen. Alles so still. Lagern, gucken, was es zu lagern gibt. Es ist alles so still. Wir haben gesichert, ja, weitergehen. Wir schaffen es noch. Wir sind schon fast bei der 9. Zwischenlagerungslichtung. Nicht aufgeben. Oha, letzter. Dann ist der Gipfel da. Ah, endlich die 9. Zwischenlagerlichtung. Ich nehme mal an, Team Grenzland ist schon weitergezogen. Irgendwas ist anders als beim letzten Mal, als ich hier war. Oh, entschuldige, es ist nichts. Ich habe mir wohl nur etwas eingebildet. Na, auf jeden Fall ist es nur noch ein kleines Stück bis zur Spitze. Also los. Ja, ich würde sagen, hier machen wir Feierabend oder so, oder? Ja, aber ich muss auch, ja, doch, ist langsam Zeit, und obwohl mit den ganzen Verschnellerungen. Ich weiß nicht, eine machen wir noch. Jo, ich werde einfach mal nach dem Dings hier Schluss machen, in Ordnung. Ab beim Gipfel mal sehen, wie lange das dauert. Ich glaube, da ist nämlich wieder dann irgendwas los und deshalb. Na gut. Thank you.
Thank you.